Willkommen zurück zu Made of Scare. Wir schaffen heute hoffentlich mehr wie eine Aufnahme. Gestern ging gar nicht. Was müssen wir eigentlich machen? Moment. Genau, wir wollten ins Hafenzimmer. Und wir haben noch diese Wappen. Voilà. So. Ich entschuldige mich gleich im Voraus wegen meiner Tastatur. Ich habe eine neue bestellt, aber ich habe heute eine E-Mail gekriegt. Hey, ja, sorry, gab Schwierigkeiten, konnte man noch nicht liefern. Ja, Stau, hast du nicht gesehen? Das Problem an der ganzen Sache ist, ich kann es ja per App verfolgen und es wurde noch nicht mal ins Zustellerfahrzeug geliefert. Ins Zustellerfahrzeug geräumt. Das ist mega ärgerlich. Aber wir kriegen das auch so mit der Tastatur hin. Alles gut. So, Elizabeth, die Räume auf diesem Stockwerk. Was ist das bloß für ein Ort? And to my shame, the truth cuts me to the core. Had I known that my father and uncle had created such vile tortures, such ways to murder. Ja, das Massagebett war schon Heidewitzka. Wie kann ich zu dir gelangen? Nach oben kommen. Tinkering and engineering, but he made a complex lock, which requires four parts of our family crest to open. Zwei haben wir ja schon gefunden. Die haben wir auch schon eingesetzt. Wait, someone's coming. Ja, ich glaube, bei mir läuft auch gerade. Warum? You have to hurry for both our sakes. Ja, doch. Hallo? Willst du mich verarschen? Geh weiter. So, wir haben den Hafenschlüssel und machen sofort hinter uns wieder zu. Halleluja. Gut, geradeaus. Natürlich. Okay. Hat sich erledigt, wir gehen nicht nach unten. Was brauchen wir hier schon wieder? Ein Adler. Okay. Und was ich noch gucken wollte, im Keller. Keller. Da haben wir nämlich auch den Hafenschlüssel. Da kommen wir da jetzt nämlich rein. Da müssen wir auch noch reingucken. Wenn wir da lang, wir könnten da lang, da lang, da lang und dann hier rein. Gut, weil da müsst ihr eigentlich. Hier geht's gar. Ach doch. Oh Gott. Ich bin schon total verwirrt. Soll ich verarschen? Oh Gott. Ich höre doch schon wieder ein. So. Karte. Ja, da brauchen wir den Adlerschlüssel. Da kommen wir noch rein, da kommen wir noch rein, hier kommen wir noch rein. Und da. Da waren wir auch noch nicht. Okay. So. Hier gibt es aber sonst weiter nichts. Oh. Ja, kann ich das? Habe ich. Ich habe mich nicht verbrannt. Gibt es hier irgendwas? Was ist das?
Oh, 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 oh. Au, au, au. Okay. Oh, ist aus. Kann ich? Ja. Wenigstens die. Sonst ist hier nichts. Ha! Ja, super. Oh Mann. Ne, vergiss es. So. Scheiß drauf. Oh! Nein, 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 nein. Oh! Okay. Da gucken wir gleich rein. Mann. Okay, die letzte Heilung würde ich gerne behalten. Für Notfälle. Aber ich glaube, das Ding behalte ich jetzt. Oh. Ach, wie dumm. Mann. Hier waren wir nämlich noch nicht drin, glaube ich, oder? Genau, hier waren wir noch nicht drin. Dann nutzen wir das gleich erstmal aus. Die Sirenen in der griechischen Mythologie. Odyssee, 12. Gesang. Deutsche Übersetzung angelehnt an Anton Weyer. Sirene, Skylla und Charybdis. Ein verlockendes Lied, das viel wirkungsvoller als unsere Küstenlaternen ist, wenn ich sie nur zum Singen bringen könnte. Zunächst wirst du Sirenen begegnen, dort, wo du segelst. Diese bezaubern sämtliche Menschen, wer immer sie treffe. Wer diese Sirenen unberaten sich nähert und anhört, was sie ihm singen, der kehrt nimmer nach Hause. Sein Weib, seine lallenden Kinder treten ihm nicht mehr zur Seite in herzlichster Lust. Herzlicher Lust? Ich kann heute irgendwie nicht mehr lesen. Die Sirenen sitzen auf grasigen Auen und wollen mit törenden Liedern Zauber verbreiten. Doch liegt daneben in Mengen auf Haufen faulender Menschen, Knochen und schrumpfenden Häute an ihnen. Welch bezaubernde Vorstellung hier doch beschrieben wird. Ja, so bezaubernd finde ich das gar nicht. Treibe da eilig vorbei. Nimm Wachs vom Honig und knete es. Stopfe damit den Gefährten die Ohren, dann hören. Was? Denn hören wäre der Tod. Oh. Lasse dich binden an Hände und Füße am Mastbaum, dann hörst du schwelgend das Lied der Sirenen. Doch befiehlst du, dass die Gefährten dich lösen, dann sollen sie stärker dich noch fesseln. Und wenn man das umkehrt, wie Andromeda, die einst an den Felsen geschmiedet war, kann der traurige Gesang andere anlocken? Ja, ich weiß nicht. Ich meine, man muss ja dazu in Hörweite sein, also könnte man trotzdem nur die anlocken, die ja eigentlich auch sowieso schon da wären. Okay. Irgendwelche Fallen? Falle? Falle? Tür? Tür geht nicht zu. Okay. Gut, dann haben wir jetzt das dritte. Nein! Okay. Oh. Läuft das Wasser ab? Muss ich das jetzt alles aufmachen? Muss ich das wieder in eine gewisse Reihenfolge? Moment. Da geht's nicht raus. Kriegen wir das hier dran? Oh, ja, Gott sei Dank. Oh Gott, wir werden jämmerlich zerquetscht worden. Ja, super. Wo kommen wir jetzt schon wieder raus? Wo sind wir hier? Ah, da. Ja, okay, dann können wir ja gleich nach unten gehen. Da kommen wir eh nicht rein. Wir gehen unten lang. Aber wo war jetzt unten? Darum.
Tschüss. Oh, Gott sei Dank. Ich meine, wir haben jetzt zwar alle unsere Kartuschen verbraten. Mann. Na gut. Insolence shall be the downfall of us all. Here we stand, at the edge of ruin, and yet we have the answer. Caged and bound in irons in the caves below the point, at the mercy of when I choose to provide it sustenance. And for what? For Elizabeth to refuse to sing its song? Not asking her to bring back my father's slavish cult. No! Just to help me reopen the hotel and restore its grandeur. Our family's grandeur. All she must do is sing to lure them here in their droves. If not her, then how? There must be some other way. Some method of using my recordings. But how to focus the effects without a singer to wield its intent? Boah, den sollte man einfach mal irgendwo unten in der Höhle anketten, ganz im Ernst. Was für ein abartiger Mensch. Ich glaube, der war hinter uns, oder? Ich will nicht. Ha, da vorne ist noch was. Gleich. Gleich. Sonst irgendwas? Natürlich nicht. Was bist du? Ich habe auch nie verstanden, wie man seinen Kindern sowas schenken kann. Kennt ihr doch diese Clowns in diesen Boxen, die immer in Filmen, immer in Horrorfilmen zu sehen sind? Da kann doch nichts Gutes bei rumkommen. Es ist einfach nur alles dunkel. Okay. Was ist das? Schwierig. Ich muss hören, woher es kommt. Okay, war ja gleich daneben. Ja, krieg dich aus. Hallo? Was muss ich hier machen? Oh. Das haben sie aber blöd gemacht. So. Da, oder? Wir versuchen. Ja. Aua. Ist das Elizabeths Mutter? Ja, das ist Prudence. Das war die Maid of Scare, die gesungen hat und die Priesterin geworden ist und sich einfach hat eindullen lassen von all den Typis da. Richtig aus? Von wo kommt das jetzt? Da? Boah. Kreide. Ja, habt ihr noch Heilung oder sowas hier, bitte? Oder am besten noch so eine Kartusche. Das wäre auch ganz cool. Ha!
geradeaus, oder? Also entweder war das eine recht große Frau oder wir sind ein sehr kleiner Mann. Ich meine so beim Umarmen, so zwischen den Bubis, so... Naja, egal. Aua. Ich glaube, wenn wir zu lange im Dunkeln sind... Boah, kriegen wir Schaden. Was bist du? Notenblatt Mathilda Norton. Ja, kann ich da... Ist da was? Nö, es sind einfach nur Noten. Oh, Tür! War ja klar. Hä? Wir waren einfach im Nichts. Ja, wir sind doch hier unten. Sind wir nicht hier unten irgendwo reingegangen? Ich frag einfach nicht. Okay. Nein, 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 nein. Tschüss. Oh. Ich speichern. Hallo? Ich... Ach, jetzt. Nein. Aber warum sind denn jetzt so viele da? Warte mal, welches Teil haben wir denn jetzt? Das Grüne. Okay. Das andere haben wir noch nicht, oder? Mann. So, wir waren überall schon drin. Da können wir speichern. Nein, da waren wir noch nicht drin. Da waren wir noch nicht drin. Hier waren wir schon. Wir gehen wieder nach unten. So, hier konnten wir speichern. Genau, hier waren wir und da stand nämlich... Hier stand das blöde Ding und da oben sind wir rausgekommen. Ich hinterfrag's einfach nicht. Und wieder rote Farbe. Die wollten vielleicht noch renovieren und streichen. Und überall sind Eimer umgefallen. Ganz sicher. Ist da wieder diese komische Bibliothek oder? Wie soll ich denn? Ja, Kartusche. Lad nach. Und ja, ich pack sie jetzt weg. Sonst mache ich sie nämlich wieder kaputt. Moment, da liegt doch so ein Teil drin, oder? Da muss hier irgendwas drin liegen, was wir brauchen. Wäre ja Schwachsinn andernfalls. Oh, Gott sei Dank. Nein, geh weiter. Geh.
Natürlich. Toll. Muss ich jetzt wieder solche Dinger finden oder was? Ist ja nicht wahr. Dann hoch. Irgendwo müssen die ja sein. Und es hat ja bestimmt einen Grund, warum wir auch hier hochkommen. Vielleicht. Läuft da noch einer rum? Oh, sag bitte nicht, der läuft hier oben rum. Das wäre nicht gut. Ja. Ja gut, die sind jetzt unter uns, ne? Ja. Okay, mehr kann man hier nicht machen. So, mal gucken, ob wir uns wieder genauso ranschleichen können. Komm mir bitte nicht entgegen. Ja, Ruhe jetzt. Bin doch schon weg. Oder ist es? Ist das der von hier? Wir laufen einfach mal hin. Oh nein, wir brauchen zweites. War das jetzt auch oben? Ich hasse alles. Ich weiß schon, warum ich nicht mehr spielen wollte. Der ist über uns, oder? Na, Mann. Ich glaube, der ist tatsächlich gerade über uns. Aber wo ist denn das andere? Oh. Ich glaube, die sind kaputt. Na gut, geh mal andersrum. Nein, keiner zu Hause. Ne. Ach, scheiße. Warum, wieso, weshalb? Ich weiß es nicht. Kann ich das ausnutzen? Wie lange kann ich das ausnutzen? Geh auf. Geh schneller auf. Ich will hier raus. Raus, 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 raus. Ich glaube, die sind böse. Die könnten etwas sauer auf uns sein. So, dann waren wir hier ja auch überall. Aber hier war kein Zylinder, oder? Haben wir den noch nicht gesehen? Oh, ich hätte mir das merken sollen. Warte mal. Im Keller müsste noch einer sein. Den Hammer. War hier noch einer? Ich weiß es nicht. Nicht gut. So, wir müssen jetzt wieder hier vorne hin. Zack, 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 zack. Und dann gucken wir mal, ob die Eisenbahn fährt. Nein. Grün, grün, grün. So, Gott sei Dank haben wir Heilung gefunden. Das machen wir allerdings in der nächsten Aufnahme. Bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal.